Horror mit Bauri. Kurzgeschichten aus der Realität der Corona-Psychose. Corose. Auge in Auge. Ich stehe in Lidl vor einem leeren Regal. Leer ist relativ. Es ist ja nicht völlig leer. Es enthält ein paar Preisschildchen mit Informationen darüber, was man in dem Regal vorfinden sollte. Aber ansonsten ist es halt leer. Kein Weißbrot, keine Brötchen, keine Roggenschnitten, keine Bio-Verarsche, 5-Kerne-Brote, nur Luft. Leider steht für Luft kein Preis dran, also nehme ich die auch nicht mit. Entmutigt drehe ich mich um, folge dem Gang weiter und passiere fast leere Regale und völlig leere Regale. Was noch da ist, ist noch da, weil es eigentlich niemand braucht. Keiner kauft die Restbestände von Klobürsten oder Dremeln, die mal im Angebot waren. Ich schnaube empört bis belustigt über den Wahnwitz der Geschichte, in der wir heute leben, in meinen Mundschutz. Und meine Brille beschlägt. Wie ich das hasse. Ohne Brille sehe ich quasi genauso gut wie mit der beschlagenen. Also gar nichts. Die Momente dieser nervigen Blindheit haben sich in der letzten Zeit deutlich spürbar gehäuft. Als die ersten Maßnahmen der Schutzpflichtbestimmungen durchgesetzt wurden, fing es mit den Masken an. Ohne kamst du am Anfang schon in kein Geschäft mehr rein. Und sobald ich eine solche Maske aufsetze und auch nur einmal nicht flach genug atme, beschlägt meine Brille und ich darf erstmal alles unterbrechen und mein Putztuch hervorkramen und Gläser polieren, was mich zwar ein wenig schneller macht, aber definitiv mehr stresst, als einfach zu warten, bis sich die Gläser von allein wieder klären. In all diesen Fällen stehe ich zwischen 20 und 25 Sekunden wie behindert da, unfähig zu tun, wofür ich in diesen Scheißladen überhaupt reingekommen bin. Brot, verdammt, ich brauche irgendwas zu fressen. Ich ergattere eine letzte Tafel 99%iger Bitterschokolade und Zucker. Davon ist komischerweise noch massenhaft verfügbar. Auch der Kaffeenachschub knickt nicht ein. Und natürlich die Nutrition-Blocks von etwa 20 verschiedenen Geschmackssorten, die seit kurzem überall verkauft werden. Schmecken lecker, machen satt und gehen gut runter. Leicht verdaulich. Billig. Was will man in diesen Zeiten mehr? Das Nahrungsmittel der nächsten Generation. Teuflisch doppeldeutiger Slogan. Ich habe letztens mal eine probiert und nach 2 Bissen wieder ausgekotzt. Ekelhaft. Mein Körper interessierte einen Scheiß, was auf der Packung stand. Er wollte das nicht in sich haben. Keine Ahnung warum. Was wohl auch nie leer geht, ist Billiglimo und Eisteegranulat. Zum Kotzen. Ich sehne mich nach einem Glas Saft. Wasser gibt's nur noch zu Hause aus der Leitung und an den öffentlichen Verteilerstellen und ohne Mundschutz und Chip bekommst du keins. Die Stellen werden militärisch überwacht, seit der Notstand ausgerufen wurde. Ungeimpfte bekommen kein Wasser. Man schickt sie weiter, zwingt sie zu nichts. Es darf ja niemand zur Impfung gezwungen werden, aber sie bekommen kein Wasser. Man kann niemandem eine Nadel in den Arm zwingen, der das nicht möchte. Aber man kann die Betreiber der Läden zwingen oder sonst wie bewegen, die Anti-Vaxxer, also nicht gechippte oder mit Chip geimpfte Menschen, in ihre Läden zu lassen. Und den Gebrauch von Bargeld obsolet zu machen, weil der Chip rein zufällig auch bei der Abwicklung von Zahlungsgeschäften hilfreich sein konnte, womit dann zackig auch ein neues Geldsystem sehr schnell eingeführt war. So ein schleichender Prozess von etwa einem Monat Dauer, bis sich schon so viele daran gewöhnt hatten, dass die Restlichen böse angeschaut und gesellschaftlich verstoßen wurden. Bargeld wurde einfach immer weniger bis gar nicht mehr angenommen, dafür der neue Chip in den Himmel gelobt und beworben und kurz darauf ging nichts mehr ohne. Frustriert greife ich nach einem Sixpack Billignimo und sage halblaut Fuck, dann ach Fuck, weil das erste Fuck meine fucking Brille schon wieder beschlagen hat.
Ich stehe mit gesenktem Kopf etwa eine Minute reglos da und warte eine gefühlte halbe Ewigkeit darauf, dass das Bild wieder klar wird. Dann eine weitere, weil ich das große Bedürfnis habe, selbst zu entscheiden, wie lange ich wie ein Doof irgendwo rumstehe. Fucking fuck ist das ein Fuck-Leben. Scheiß Corona. Ich hasse diese Welt, die es uns gebracht hat und würde gerade am liebsten aufstampfen und wie ein kleines, verwöhntes Kind losheulen, weil es kennengelernt hat, dass das hilft, um die ganze Welt zu verändern. An der Kasse nehme ich meine Brille ab und schaue mit verschwommenem Blick in Richtung der iCam. Über ein Wochenende waren diese zu unserer aller Sicherheit installiert worden. Nachdem an einem Freitag in mehreren Großstädten gleichzeitig Leute auf die Idee kamen, dass Masken auch Vermummungen sind und angefangen haben, in ganzen Gruppen Geschäfte und Banken auszurauben. Innerhalb von 2 Tagen waren im ganzen Land, in allen Geschäften, an allen öffentlichen Orten und quasi überall iCams installiert worden, die jetzt an jeder Ecke Augenscans durchführten. Nicht nötig zu erwähnen, dass man ohne das natürlich auch nichts mehr kaufen kann. Das Fernsehen lobpreiste Apple für die Glanzleistung an Vorarbeit und allen voran natürlich Bill Gates, der mal wieder mit einer seiner großzügigen Spenden für die wundersame schnelle Umsetzung und Installation von iCam gesorgt hatte. Mit der Konkurrenz für die Menschheit protzte die Titelzeile auf allen Zeitungen. Im Fernsehen Leute, die auf der Straße gefragt werden und alles supi finden. Keine kritischen Stimmen. Geile Nummer. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt. Mein Magen krampft sich ein wenig zusammen. Die iCam gibt der Kasse meine ID und ich zahle mit meiner Hand vor dem Scanner. Ein Kassierer ist unnötig geworden. Stattdessen sehe ich vor meinem geistigen Auge Sandra, deren hübsches und freundliches Lächeln ich am Anfang des Jahres noch genossen habe, bis es hinter einer Maske verschwand und kurz darauf die ganze Sandra sich in Luft auflöste. Ich habe sie seitdem nicht mehr wiedergesehen, wie so viele andere. Unter den Masken werden wir anonym, erkennen uns immer weniger. Kein Wunder, dass die Leute diese Zeit Kurose nennen. Benannt nach der Massenpsychose, die durch Corona ausgelöst wurde. Krass, was gelebte Angst alles bewirken kann. Ich nehme meine Limo und den Zucker vom Band, stecke die Tafel Bitterschokolade in meine Jackentasche. Vor dem Laden schaue ich mich um. Gehetzt huschen mundgeschützte Menschen durch die Fußgängerzone. Nirgendwo steht jemand im Gespräch, ein einzelner maskierter Straßenmusiker sorgt für ein wenig Musik, ohne Beachtung zu finden. Niemand lacht, keine Kinder spielen. Es ist still. Unheimlich still. Zu still. Ich gehe in gemächlichem Schritt meine 3 Blocks nach Hause, stets darauf bedacht, meinen Atem nicht zu erhöhen, um meine Sicht zu behalten. Ich passiere die Leute, die mir begegnen. Kein einziger grüßt mich und mir ist es auch irgendwie nicht danach. Die Masken haben den Fokus auf die Augen verlagert. Lippenstift und hübsch gemachte Näschen verloren schlagartig ihre Wirkung. Und dieser aufgesetzte Zwang, uns gegenseitig in die Augen zu schauen, sorgte dafür, dass wir das immer weniger genießen konnten, es auf diese Weise unangenehm fanden und so begonnen, alles, was wir gemeinsam tun, sehr mechanisch zu tun. Apathisch regelrecht, psychotisch in jedem Fall, vor allem aber robotisch. Was ist nur aus uns geworden? Ich schließe meine Apartment-Tür hinter mir und stelle das Eingekaufte auf den Tisch. Der Fernseher läuft noch und bringt gerade Werbung für die Nutri-Blocks. Ich gehe erstmal pissen und dann setze ich mich mit einer Flasche Limo in den Fernsehsessel. Man davon halten soll, plärrt gerade eine Nachrichtensprecherin empört in die Kamera. Ich öffne die Limo und trinke einen langen Zug. Er löscht meinen Durst und ich genieße, wie er meine Kehle runtersprudelt. Über das Zeug kann man sagen, was man will, aber es geht echt gut runter. Der Skandal kam heute auf, als eine Studie geleakt wurde, in der es offensichtlich um Kannibalismus geht. Was das bedeuten soll, kann und will ich nicht glauben. Klingt nach einer völlig irrsinnigen weiteren Verschwörungstheorie. Mir in Berlin vom Brandenburger Tor zugeschaltet ist Herbert Müller, Experte für Gehirnwäsche. Herbert, können Sie uns etwas zu der Studie sagen,
die heute von über hunderttausenden Menschen weitergeschickt wurde und an jede Redaktion und an alle Behörden. Ja, Olivetta Hennepra, das kann ich tatsächlich. Wie es aussieht, ist das Versenden der PDF dieser Studie nur mit Hilfe von Cyberhacking möglich gewesen. Dennoch haben es Millionen Menschen geöffnet und dann entsetzt weitergeschickt. Herbert, was steht denn drin in dieser PDF? Ja, das ist jetzt nicht so ganz angenehm, Olivetta, aber diese Studie vom RKI belegt die wirtschaftliche Effizienz von Nahrungsmitteln mit humanen Bestandteilen, also mit menschlichen Substanzen oder Geweben als Futter für Menschen. Oh mein Gott, Herbert, das ist ja ganz schön gruselig. Was bedeutet das denn jetzt und was sagt das RKI dazu? Nichts. Weder beim Robert-Koch-Institut ist jemand bereit, Stellung zu nehmen, noch bei der WHO, die in der PDF als Auftraggeber der Studie genannt ist. Was das alles für den Menschen bedeutet, Olivetta, ist aber noch viel gruseliger. Aus der Studie geht eindeutig hervor, dass es hier nicht nur um Kleckerei geht. Sie umfasst Daten der bekanntesten und beliebtesten Fastfood-Ketten mehrerer Jahre. Und laut dieser Studie, die mit Sicherheit nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, haben zum Beispiel alle, die bei Burger King und McDonald's gegessen haben, bis zu 50% Menschenfleisch gegessen. Alter, was labert der da? Ich war gestern noch bei McDonald's. Das hat definitiv nicht nach Mensch geschmeckt. Trotzdem breitet sich schlagartig ein komisches Gefühl in mir aus und mein Magen krampft erneut leicht zusammen. Aus den Nachbarwohnungen höre ich Husten- oder Würgegeräusche. Olivetta, es fällt mir sehr schwer, das hier zu sagen, aber Nutriblocks sind Menschenfleisch und enthalten Aspartam und Adrenochrom. Adrenochrom wird aus der Nebenniere eines lebenden Menschen gewonnen und ist laut Verschwörungstheorien ein beliebtes Verjüngungsmittel elitärer Kreise. Besonders gutes Adrenochrom soll wohl aus kleinen Kindern entnommen werden können, die vorher Angst und Terror ausgesetzt wurden. Adrenochrom hat außerdem die Eigenschaft, Lebensmittel leichter schluckbar zu machen, so wie Aspartam eine süßende Wirkung hat, obwohl es ein Medikament für Diabetiker ist. Und dieses Adrenochrom ist in den Nutriblocks, Herbert? Ihr Ekel ist nicht gespielt. Leider nicht nur darin, Olivetta. Leider. Man kann sehen, wie es Herbert gleich hochkommt. Heiser wirkt ans Mikrofon. Ich muss auch aufstoßen und mir wird ganz übel. Ich greife nach der Limo und nehme einen weiteren langen, erfrischenden Schluck, um das aufsteigende, ekelige Gefühl aus meinem Mund zu spülen, während Herbert weiterspricht. Leider belegt die Studie auch, dass Adrenochrom seit fast 20 Jahren in so ziemlich jeder Billig-Limo beigemischt war, die man kaufen konnte.